Mit Fingerspitzengefühl und Traditionsbewusstsein fertigt die Familie Hartl schon in vierter Generation Dockeln an. Gemeinsam mit seiner Frau Marion, Sohn Lukas und Schwiegermutter Gretel herrscht reger Betrieb in der Werkstatt von Günther Hartl in Stumm. Also so circa 100 Jahre besteht unser Betrieb oder der Name Hartl, was ihn mit Schuhe in Verbindung zu bringen ist. Und die letzten 30 Jahre, sage ich mal, haben wir den Dockel sehr in die Welt gebracht, sagen wir so. Der Dockel hat Tradition im Zillertal. Schon seit Jahrhunderten werden alte Lodenkleider und zerschlissene Arbeitskleidung als Material für die Schuhe verwendet. Während der Dockel heute hauptsächlich ein Hausschuh ist, wird er früher auch draußen getragen. Ungefähr 90 Jahre zurück, die Leute haben nichts anderes gehabt. Es hat einmal 20 Jahre, einen Schnitt vor 20 Jahren gegeben, wo die Leute keine anderen Schuhe gehabt haben als die Dockeln. Also der Dockel ist einfach für alles verwendet worden, egal ob es eine Waldarbeit war oder zum Kirchen gehen. Da er als ein einfaches Schuhwerk, das selbst genäht wird, bekannt ist, wird der Beruf des Dockelmachers erst nach dem Ersten Weltkrieg bekannt. Seitdem hat sich viel geändert. Ja, früher hat man eigentlich gesagt, die Dockeln tragen alte Leute. Und heute ist das eigentlich genau umgedreht. Also wir machen einen Dockel von Babygröße 17 bis zum Riesen mit 52. Und die Altersgrenze, die gibt es bei uns nicht mehr. Als Kleber wird, früher wie heute, Roggenmehl mit Wasser vermischt, um den Dockel Form und Halt zu geben. An den Materialien und den Handarbeitsschritten hat sich ebenfalls bis heute nichts geändert. Ja, das Besondere ist eigentlich wirklich die Filzsohle. Das ist einmal ganz besonders, weil es gibt keinen Schuh auf der Welt, der eine Filzsohle als Laufsohle hat. Und das ist einfach das, dass ich natürlich die Wärme von unten her nochmal kriege. Und wie gesagt, der Ausschnitt alleine von dem Dockel, ja, es gibt keine Maschine der Welt, die das machen kann. Ungefähr 6 Stunden braucht es, bis aus einem Stoffausschnitt ein Paar Dockeln wird. Oft kommt es auf Design und Sonderwünsche an, wie lange an einem Paar gearbeitet wird. Ja, das Aussehen ist eben auch besonders, weil es gibt wirklich einen Original-Zillertaler Dockel. Das heißt, der Zillertaler hat seine eigene Lodenfarbe kreiert. Das ist ein helles Grau mit einem schwarzen Rand. Also das ist die Original-Zillertaler Dockelfarbe und so darf er erklären. Natürlich machen wir mittlerweile einen Dockel in alle Varianten. Auch die Nachhaltigkeit des Schuhs ist der Familie Hartl wichtig. Der Zillertaler Dockel oder der Hartl-Dockel, wie wir den nennen, der ist eigentlich ja mittlerweile so, dass er voll kompostierbar ist. Gell? Wir machen das so rein, dass ich den einfach ohne weiteres auf den Komposthaufen schmeißen kann. In den kalten Wintertagen ist die Nachfrage groß bei der Firma Hartl.